ziemlich cool ist. Schon sehr cool. So, das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell diesen heiligen Vollidiot da wegmachen. Oh Gott, kommt noch mehr? Weil das immer noch da steht? Kommen die immer wieder jetzt, oder? Weil die noch nicht alle tot sind. Wahrscheinlich, weil die nicht alle tot sind, oder? Ich speichere das mal, wir sind raus aus der Suppe. Wir sind raus aus der Suppe. Schalalalalala. So, und weg hier. So, die zwei, die sich gedrückt haben, ja, die müssten eigentlich alleine jetzt irgendwas hinkriegen oder machen. So als Strafe. Eigentlich. So, immer zurück. Was ist mit der Musik jetzt hier? Nee. Hier. Zack. Volon haben wir keinen. Genau, Tron wird getragen. Okay, alles gut. Wir haben es. Ach gut, dass unser Todesgang so gut funktioniert. Wenn wir dann irgendwo an der Küste oder so eine neue Base bauen, müssen wir sowas schon mit einplanen, dass wir so eine Art Gang machen. Weil dieser Gang erspart uns halt echt viel Stress. Und viele Kämpfe. Also der muss dann wieder sein. Auf irgendeine Art und Weise müssen wir den bauen oder kreieren können. Und wenn wir ihn künstlich machen, dass es so in die Base rein, dass es so ein Stück geht. Aber irgendwie müssen wir den wieder mitnehmen quasi. Das geht nicht anders. So, alle da rein. Oh oh. Der ist jetzt wieder rausgerannt. Oder so unsere Leute. Ups. Prag. Achso. Oh, die wollten wo raus. Ja, okay, warte. So. Zu. Okay. Hielt euch erstmal alle, bitte. Wo ist Tron? Tron. Okay, Gabe, schmeißt Tron mal hier in ein Bett, bitte. Der muss erstmal wieder klarkommen. So. Ihr könnt erstmal alle verteilen, bitte. Einmal verteilen. Traurige Nil ist erstmal gleich in die Toilette gegangen, hat sich verzogen, alles klar. Der kriegt noch einen anderen Namen. Das wird Zink, eindeutig. Was hat er denn? Der hat nichts. Treugenil ist echt traurig. Okay, da kriegt er erstmal eine kleine Ausrüstung. Gib mir mal hier. Da. Okay, das haben wir. Eine Waffe kriegt er auch. So. Den Namen ändern wir noch. Dann läuft das. Wie sehen deine Werte aus? Beschissen, ja, da hätte ich auch Angst rauszugehen. Okay, ab Krafttraining. Krafttraining, mein Freund. Let's go. Oh Gott. Ich werde nur die Hunde rekrutieren. Ach, jetzt kommen die auf einmal hier hin. Jetzt, wo es eh durch ist. Au. Staubbandit ist hier mit reingekommen. Ah. Das ist der alte tot. Ah, so gut wie. Okay. Na Freunde, wie geht's euch? Gut bei euch? Na guck mal, denen geht's doch gut. Oh mein Gott, das wäre auch arschig. Stell dir mal vor, du hast wirklich so einen Außenposten in diesem Dauersäureregengebiet. Und du machst so einen Turm mit diesen... Warte. Mit diesen Pfählen hier, ne? Und bindst die Leute da fest. Dann sind die im Dauerring, dann werden die langsam
langsam zersetzt vom Regen und die können nicht weg. Alter, das wäre schon ein bisschen böse. Mich nerven die Hunde eher, weil sie ständig hin und her rennen und nicht in Formation bleiben. Ihr habt schon gemerkt, dass die Knochenhunde gerne mal aus der Reihe tanzen. Das ist mir schon aufgefallen. Ach so, wir haben doch hier, warte mal, Brain Buddha. Komm mal hier, mein Guter. Du hast doch so tolle Sachen gefunden, ne? Den Scheiß brauchen wir jetzt nicht mehr. Nicht anders, ich meine, komm mal her, ja. Brain Buddha, run. Da kommt er doch. Okay. So. Ein Ort auf der Karte hinzugefügt. Was ist denn, ne? Hä? Das ist da unten. Aschländerdom 3. Hier unten, wird, da würde ich gerne mal gucken gehen, wie es da aussieht, muss ich sagen. So, Leute, das wird heute lustig, ne? Dann werden wir unsere Armee ins Deck postieren. Und dann ziehen wir nach Blisterhügel. Dann kann Marco wieder den Runner machen heute. Das wird lustig. So, was haben wir jetzt hier? Kern, Technologie 5. Zwei KI-Kerne. Brauche ich hier auch schon einen? Nee, hier nicht. Oh, wir können auf Technologie Stufe 6 gehen. Oh, wie geil. Das ist MK3. Ich will unbedingt das hier freischalten. Warte mal. Kann ich das nochmal... Kriege ich das dann nicht wieder? Oder ist arschig? Das ist arschig. Dramatische Mühle. Große Verteidigungsmauer. Ingenieursforschung 3. Da haben wir einige. Ist bezahlt. Ja gut, die Kosten sind bezahlt. Dann mach. Oh, verbesserte Verteidigungsmauer hätte ich schon gerne. Kettenrüstung, Fertigung. Die automatische Mühle finde ich schon nice. Jetzt brauchen wir also Erz. Bohren brauchen wir halt eigentlich gar nicht. Ich würde schon mal die Mühle, würde ich mal nehmen. Dann kommt doch rein, Junge. Oder Lara. Rein jetzt hier. Mein Gott, was ist denn los mit den Leuten? Okay, wir sind zu Hause. Wir haben alles angefangen. Alle erholen sich jetzt. Den nennen wir dann gleich erstmal um. Das wird Sinking, das wirst du. Du musst halt erstmal jetzt trainieren, ne? Wir können dich bei dem Angriff aufs, auf Blisterhügel natürlich mitnehmen. Aber du wirst halt noch nicht sehr viel reißen, leider. Die Technologie zum Automatisieren und Elektrifizieren nicht notwendig sind. Hm. Das stimmt. Du wirst noch nicht viel reißen, aber... Ich denke, das wird schon. Du bist eine Maschine, du hältst sowieso ein bisschen mehr aus. Die zweite Armee ist eigentlich schon fertig jetzt mit dem ganzen Stuff wieder. Die können eigentlich schon wieder switchen, aber... Oh Gott, das ist immer so ein Aufwand. Ich könnte die weiter ausrüsten. Die Rüstung, Ausrüstung müsste auch schon lange wieder ausreichen fürs nächste, für den nächsten Schwung. Okay. So.
Albedo ist ja ein Medic. Eigentlich wollte ich die zweite Armee komplett zu Fernkämpfern machen. Aber das wird leider nicht funktionieren. Albedo braucht noch Medic-Stuff. Wo haben wir denn hier? Und ein schwarzes Hemd gibt's noch. Und dann kriegt sie noch Medic-Stuff. Damit ist Albedo ausgerüstet. Ach so, warte mal, nee. Die bekommen das ja gar nicht. Stimmt, da habe ich vergessen. Das war doof. Der auch nicht. Herbert kann den haben. Ihr seid auch ready. Du bist auch ein Medic. Du brauchst auch keinen Hut. So. Das packe ich da rein und das dahin. So ein Hemd. Was, was, was? Oh Gott. Zombie, Dankeschön für den. Dankeschön. Oh Gott. 20! Ha! Dankeschön für 20 versteckte Subs. Dankeschön. Das, das ist weird, wenn man kopfmäßig gerade ganz woanders ist und dann kommt sowas. Warte. Lass mich das kurz. Warte. Hose da rein. Kopf kriegt er nicht, das Medic. Warte. So. Dankeschön. Das war nicht wirklich. Dankeschön. Lass dich knuddeln. Oh Gott. What the fuck, 20. Dankeschön. Ich kann nicht mehr Dankeschön sagen. Es kommt schon wieder drüber, wenn ich schon zweimal Dankeschön sage, ne? Aber ich kann nicht mehr Dankeschön sagen. Danke, 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 danke. Lass dich knuddeln. Jetzt probierst du mal noch Zombie als Charakter hier drin. Jetzt müssen wir eigentlich neue Chars holen. Also. Verdammt mich. Zombie, wie geht's dir? Ich muss mal jetzt. Ich muss erstmal die Fassung wiederfinden. Ich muss erstmal die Fassung wiederfinden. Dankeschön und wie geht's dir? Was hast du heute getrieben? Du hast nicht mal Hallo gesagt, oder? Einfach hier Hallo mit Subs. Du erinnerst mich gerade an jemanden, du könntest Wolfie sein. Ihr könntet Geschwister sein. Nicht mal Hallo sagen oder so, erstmal Subs raushauen. Aber danke. Hallo wird überbewertet. Das stimmt gar nicht. Hallo ist voll wichtig. Vor allem bei sowas ist Hallo voll wichtig. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Habe ich ein Dankeschön? Ich habe schon mal Dankeschön gesagt. Ne? Okay. Ich lenke mich ab mit ich muss ausrüsten. Wir rüsten die zweite Armee aus. Da ich den Sound die ganze Zeit jetzt höre, macht es nicht besser. Es triggert mich immer wieder. So, der Hut kommt weg. Der Hut kommt weg, habe ich gesagt. Okay, Rüstung, zack, Hose und ein Hemd brauchen wir noch. Wir müssten wieder Hemden craften, ne? Wer war denn unsere... Wer war denn? Irgendjemand war dafür Händen craften. Lucifer, danke für den Beitrag. Das ist weird, sich dafür zu bedanken. Wen hat man denn gemacht für Schneidertisch? Hier. Das war hier, ne? Wo ist ein schwarzes Stoffhemd, genau. So. Das brauchen wir nämlich noch. Nee, nicht erste Armee, zweite Armee. Okay, der ist auch fertig. Ja.
Mio. Nee, warte mal, der ist nicht fertig. Ich bin. Das ist die alte. Und noch die neue Waffe. Aber Zombie, wie geht's dir? Was hast du heute so getrieben? Ich hab dich, glaube ich, noch nicht gelesen vorher. Wie kommt's? Wie kommt das? So überraschend. Ah, das ist alles voll. Das ist alles voll. Scheibe. Ihm. Ja, das noch. Dann noch eine Hose. Und das Hemd. Das Hemd sind hier vorne drin. Aber eigentlich müsste Lee mal kurz wieder aufhören, ey. Bin auch neu hier. Dachte ich mir schon. Das macht die Verwirrung aber noch größer eigentlich. So, ihr kriegt alle, da ich euch gerade kein Dings geben kann. Kriegt ihr alle das da. Hier ist Platz. Habe ich hier hinten noch Platz drin? Nein, natürlich nicht. Hose, Schuhe. Sortieren. Wir müssen die ganzen alten Klamotten nochmal verkaufen, ne? Alles. Einfach alles verkaufen. So, es gibt eine neue Waffe. Zack. Ich guck gleich wieder in den Chat. Bitte verzeiht, ich bin hier Vorbereitung am Treffen. Hemd brauchen wir hier auch noch. Habe ich auch nicht vergessen. So, schwarzes Hemd. Schwarzes Hemd, genau. Welche Verwirrung? Die Verwirrung des Selbst. Keine Ahnung. sowas kickt immer irgendwie. Damit rechnet man halt irgendwie nicht. Und auf einmal kommt sowas und du denkst nur so, was, wie, wieso, weshalb, warum? Ich denke mir dazu immer so, ganz ruhig bleiben, alles gut, ganz ruhig bleiben. Das funktioniert nur nicht. Dann verwirre ich mich sogar mit der Verwirrung selber. Das ist, das kann nicht jeder. Das kommt weg. Was kommt da rein? Das geht alles nicht. Boah, wir müssen, glaube ich, mal unseren Leech bremsen. Alter, der macht hier einen guten Job, aber... Das ist zu viel, was er hier abzieht. Okay, Leech, du hast kurz Pause. Warte. Leech, du kriegst Pause. Fertigung. Wo ist es? Stopp, Leech. Leech, du hast frei. Nimm dir frei. Die beste Antwort bei warum? Darum. Genau. So eine gute Antwort. Habe ich jetzt hier alles? Ja. Nee, habe ich nicht. Ist da? Die Waffen wieder. Fertig. Also ich denke, wenn wir das ausgerüstet haben, sind wir dann echt ready für den Sturm. Auf die Hauptstadt. Die Hauptstadt rückt zum Greifen nah. Und wir haben nur noch ein paar Hemden, dann ist sie eh wieder vorbei. Das sind die neuen, genau. Wieso hat sie einen Arm im Inventar? Woher? Wieso hat sie einen Arm im Inventar? Haben wir gerade einen Fetisch entdeckt, den wir eigentlich nicht entdecken sollten bei ihr? Es wirkt irgendwie so. Ich bin verwirrt, wieso hat sie einen Arm im Inventar? Nee, lass mal, so. Die Frage ist, will ich das wissen, warum sie einen Arm im Inventar hat? Ich habe den nicht gegeben. Also ich könnte mich daran erinnern, wenn ich den Arm gegeben hätte. Denke ich zumindest. So. Behalt den Arm mal.
Vielleicht ist sie stolz auf den Arm. Ich weiß es ja nicht. Behält sie einfach. Ersatz. Ja, vielleicht Ersatz. Keine Ahnung. Ersatz ist eine gute Idee. Auch wenn das trotzdem Fragen aufwirft. Ich habe trotzdem Fragen. Woher? Wem fehlt jetzt der Arm? Weil irgendjemand muss jetzt ohne Arm rumlatschen. Irgendjemand muss jetzt einen Arm weniger haben. Wer hat jetzt einen Arm weniger? Wir hätten ihr auch einen maschinellen Arm geben können, wenn sie darauf Bock gehabt hätte. Wäre es jetzt auch nicht gewesen. So, wir haben jetzt keine Hemden mehr. Nee, wir haben keine Hemden mehr, oder? Doch. Von Point gemacht. Doch, wir haben noch ein Hemd. Ein Hemd haben wir noch. Warte. Waffen. Switch. Aber jedenfalls, Zombie, herzlich willkommen. Und ja. Ich sage jetzt nicht nochmal Dankeschön. Ich reiß mich jetzt zusammen, mich nicht zu wiederholen. So. Ein Hemd haben wir noch, dann machen wir noch ein. So, dann nehmen wir. Haben wir hier noch. Ja. Okay. Fette Rüstung. Helm. Schuhe. Und eine Hose. Hose. Und das Hemd war. Wo war denn das Hemd? Hier. Gut. Gut, dann sind die auch ready. Leech, mach Pause. Alte Menschen sagen immer, dass in einem Arm aus dem Krieg wiederkam. Vielleicht daher. Die ist doch aber nicht alt. Wann war das jetzt, ne? Hier. Trina ist doch nicht alt. Ich will wissen, wie alt sie ist. Aber alt ist sie eigentlich nicht. Haben die eigentlich so ein Alter? Nee, ne? Nee, haben die nicht. Schade. Ich schwöre, die sind nicht alt. Vielleicht aus dem Krieg zurückgekehrt oder von dem Kampf. Die zweite Armee war seit langem nicht mehr im Krieg. Die zweite Armee war das letzte Mal im Krieg bei einem Sturm aufs Deck. Das ist schon eine Weile her. Wenn die ganze Zeit diesen Arm bei sich trägt. Okay. Ich glaube, dann ist der Arm doch das kleinste Problem. Weißt du, wie alt der Arm ist? Das macht's aber nicht besser. Das macht's schlimmer. Teddybär-Ersatz. Stell dir das mal vor. Du lebst in der Welt. Hast eine Kollegin, ne, abends geht er zurück in die Kaserne. Ihr Bett ist vielleicht so eins oben rüber oder so. Haust dich da rein. Auf einmal merkst du, was ist denn das so in meinem Kopfkissen? Kommt so ein Arm raus. Kommt Rina von oben. Ah, das ist meine, habe ich verlegt. Kann ich wieder haben? Dann knuddelt sie den Arm so und dann. Der Geruch, den mal ganz abgesehen. Die Maden, die schon rauskommen. Ich kann die jetzt aber auch nicht wegnehmen. Vielleicht hängt die da dran. Ich meine, ganz ehrlich, ein Teddybär, ne? Wenn man sowas braucht. Ist ja okay. Auch als Erwachsener, ist ja okay. Wo willst du denn in der Welt herkriegen? So einen Arm kriegst du schneller als ein Teddybär. Das ist traurig. Du kriegst wirklich schneller in der Welt einen Arm als ein Teddybär wahrscheinlich. Das ist halt schon hart. Das ist halt schon eigentlich halt schlimm. Du kriegst wahrscheinlich wirklich einen Arm oder irgendein Organ schneller, als du vielleicht ein Plüschtier kriegst. In dieser Welt. Leichter. What the fuck? Lecker Proteine. Oh, das ist schon ranzig. Das ist schon... Ah. Fällt mir nur Bar ein. Was denken die Stadtwachen, wenn die Person mit dem Arm jemals eine fremde Stadt besucht? Auch so eine Sache, ne? Bei so einer Taschenkontrolle. Liegt da so ein Arm drin in der Tasche.
Aber sie kann immer ein helfendes Händchen reichen. Immerhin. Ich liebe solche Games alleine wegen den ganzen Zufallsstories. Ja, ja, es ist so toll. Wir hatten auch schon echt lustige Stories. Zombie, du hast den Marco Runner verpasst. Wer klopft denn sich da unten schon wieder? Wer klopft sich hier? Banditen und Banditen nehme ich an. Ja, das Shrievers und die anderen Dudes. Du hast den Marco Runner verpasst. Nehme ich an, da warst du nicht da. Die letzten Tage. Der war gut. Der war gut. Das hat uns eine ganze Stadt quasi gebracht. Ah, der war gut. So, als kleine Story. Ja, wir wollten eine Stadt angreifen. Ist aber natürlich nicht einfach. Marco hatte die Idee, er rennt rein und lockt den Boss raus, der ihm die Stadt gehört. Wenn der weg ist, fällt die Stadt ins Chaos. Zieht sich aus, rennt rein, macht den Propeller, rennt raus, Boss kommt mit. Und nur der Boss gefühlt. War gut. Das muss er erstmal hinkriegen. Wer ist jetzt hier leicht verletzt? Nee, wer war. Hä? Achso, ich habe den Staubboss angeklickt. Ich wollte gerade schon sagen. Okay. Dann wollen wir uns einen Angriff auf Blisterhügel planen, oder? Die Hauptstadt. Pff. Brauchen wir dazu noch irgendwas? Wer ist das? Egal. Ich würde dann erstmal nach Stack gehen mit beiden Armeen. Und dann ziehen wir durch die Ödlande hier oben. Und dann direkt auf Blisterhügel. Da haben wir nämlich ein Wetness Day, ans eiskalte Händchen, ja. Wär cool, wenn der lebt. Das wäre cool. Wir müssen bedenken, dass wir nach Blistig, wenn wir den Kaiser wirklich kriegen, wenn wir diesen scheiß Phönix wirklich kriegen, müssen wir den dann hier hochschaffen. Nach Plunder. Hier hockt auch noch jemand Grünes. Haben wir überall auf der Welt Leute vergessen? Das wirkt irgendwie so. Was hätten wir alle wirklich vergessen? Na, Wettermann, hi. Lass dich knuddeln. Schön, dass du da bist. Willkommen. Ach ja, Lamettermann braucht immer wieder neue Klamotten, ne? Fällt mir gerade ein. Dann immer die Kampfklamotten an. Renn mal hier rein. Warte mal, ich brauch mal. Nee, das will ich haben. So. Okay. Zack. Das brauchen wir auch nicht. Die Hose nehmen wir mit. Ein Hemd haben wir jetzt nicht. Wobei, warte mal, dann kriegst du einfach hier das Ding wieder. Das gibt ja einen Bonus, ne? Wegen Angriff und so. Unser Boxer. Alles klar. Der Metamann, der Boxer. Bisschen schwere Rüste. Natürlich lebst du noch. Na klar, du bist voll krass ausgerüstet. Du hast super Werte. Bandit demands the video sanctuary zu. Versucht's ruhig, Freunde, versucht's. Von da unten. Ach, niedlich. Dann würde ich sagen, warten wir den Bandit demand nach ab und dann ziehen wir übers Zentrum, über unseren Vorposten Alpha, nach Stack. Das werden wir wieder brauchen, ne? Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber wir sollten was mitnehmen. Den sollten wir mitnehmen. Definitiv. Den sollten wir unbedingt mitnehmen. Das sollte reichen, denke ich. Ein bisschen, ne? Plan B. Bauzeug. Den sollten wir unbedingt mitnehmen, den Bullen. Brauchen wir noch irgendwas? Essen? Essen wäre geil. Essen ist nie verkehrt. Dann machen wir morgen das mit dem Crusader Kings Mod, ja? So, ich
denke, essenstechnisch sieht er dann ganz gut aus hier. So. Haben wir da auch einiges dabei, denke ich. Ich denke, das reicht erstmal. Das heißt, den Bullen brauchen wir auch. Der ist wichtig. Unsere Saru hat auch noch Essen. Alles gut. In der zweiten Armee hat Messner noch Essen? Nee. Messner braucht auch Essen. Warte. Dass die zweite Armee auch Essen hat und Verpflegung. Wir können unsere Köche jetzt wieder erstmal richtig schön kochen. Zack. So, okay. Messner hat auch Essen. Gut, haben wir das auch schon mal. Können wir gleich mal speichern, dass wir das schon mal so vorbereitet haben. Wir bauen uns wieder einen Vorposten. Vorposten Alpha brauchen wir nicht mehr. Können wir eigentlich abreißen demnächst? Warte mal, wie nennt man Städte ein? Du prinzipiell... Also, für sich selber kann man keine Städte einnehmen. Die sind grün. Das Königreich Sheik, was hier unten ist, mit denen sind wir jetzt verbündet. Die sind unser Bündnispartner. Und nachdem wir diesen Seta in Steck entführt hatten, haben wir den zu denen gebracht. Der sitzt auch noch hier in Admak im Gefängnis. Und die Sheik haben eine Offensive gestartet, haben das Zentrum eingenommen und haben Steck eingenommen. Darum sind die Grünen, weil das unsere Verbündeten sind. Steck gehört jetzt den Sheik. Gehört nicht mehr den Holy Nations. Und hier oben sind wir jetzt auch verbündet mit dem Plünderheimdorf, also mit diesen Ninjas in den Wäldern hier oben, die auch gegen die Holy Nation kämpfen. Und wenn wir alles richtig, also wenn es gut läuft, ich hätte gerne, dass Blisterhügel, das heißt die Hauptstadt der Holy Nation, an die Dudes da oben geht. Ich möchte nicht, dass die Sheiks alles bekommen. Ich mag die Sheiks, ich finde die Anführerin der Sheiks, die ist gut, die macht das super. Aber ich traue dem Frieden nicht, weil es ein sehr kriegerisches Volk ist. Es gab ja noch eine Unterfraktion mit diesen Krals Auserwählten, die sehr gegen andere Völker sind. Also dieses, das Prinzip, was die Holy Nation ausmacht, die Sheik sind da ganz hart an der Grenze dran. Die können in die Richtung rutschen. Darum möchte ich nicht, dass die Sheik zu stark werden, weil ich Angst habe, dass die irgendwann wieder in die Richtung rutschen könnten. Wenn die Anführerin tot ist, die hält gerade alle davon ab, so eine Ecke zu machen, dann habe ich Angst, dass das Volk in die Richtung geht. Das heißt, wir müssten irgendwann vielleicht gegen die sogar in den Krieg ziehen, wenn die wieder in die Richtung gehen. Was ich nicht hoffe, aber man weiß es nicht. Müssen wir gucken, wie wir das dann machen. Wenn Isata Steingolem die Macht verliert, wird es wieder schwierig werden. Ja, deswegen. Ich bin auch sehr für die, ich versuche die auch in der Macht zu halten. Darum habe ich diese Fanatiker innerhalb des Königreichs weggemacht, damit die nicht die umbringen. Weil das würden die nämlich tun. Irgendwann. Was nicht mehr. Junge, kommt doch rein. Ich habe doch auch keine Söldner mehr, wieso kommt denn der hier reingerannt? Ich habe noch Söldner, oh lol. Hä, hey, wir haben schon wieder eine Holy Nation auf uns? Eine was? Hä, schon wieder? Oder ist es noch dasselbe von vorhin, der jetzt erstmal ausklingt? Das ist doch der Bandit-Demand, der hochkommt, oder? Ja, komm rein, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Rein, rein, rein. Müsste auch nicht gleich jemand hochgerannt kommen. Da müsste er mit hochgerannt kommen. Neukralia habe ich neulich angegriffen. Da haben wir auch schon weggemacht. Den Typ haben wir abgegeben. Jetzt bitte nicht die Stadt verlassen, wir werden gerade angegriffen. Die Ballisten werden das übernehmen. Nur keine Angst. Dann alle feuerfrei auf eigener Messen. Gönnt euch. Hä, hey, wie ist hier rausgekommen? Oh, das ist kritisch, dass sie da draußen nicht steht. Das tut mir gerade hart leid. Ja, sorry. Aber ganz ehrlich, wer rausgeht, wenn die Tore zu sind.
Ich renne mal schnell hin und heal die. Bende die Mahns vorbei, ja schön. Wir müssten die hier mal retten, ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Lauf, 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 lauf. Ich will mich, wir müssen mit den Technologiejägern nicht verscherzen. Ich hoffe, wir können da später nochmal irgendwie ein bisschen was machen mit denen. Nicht wegrutschen, bitte. Ich würde die mal aufheben. Mal hier reinlegen. Ich lege die mal ins Krankenzimmer. Musste sich aber durch die Tür durchbacken, ne? So. Bitteschön. Ruhen Sie sich erstmal aus, bitte. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich vorbereitet, oder? Leg mal los, ne? Gegen den Phönix. Wie viel haben wir es denn? Das wird lustig. Okay. So. Alle von der ersten Armee sammeln. Alle von der zweiten Armee sammeln. Scheiße, unsere Armee ist echt fett. Wir haben schon echt eine große Armee. Muss man schon sagen. Jetzt sind aber alle da, oder? So, ausrücken. Zweite Armee, ausrücken. Unser Rudelbulle kommt mit. Haben wir denn eine Strategie, wie genau wir Blister Hill und Phoenix ausschalten wollen? Da wollen wir einfach in die Stadt reinspazieren. Wir gehen erstmal in die Stadt ran, bauen uns einen kleinen Vorposten. Wenn alles nichts hilft, macht Marco wieder den nackten Runner. Wir schicken Marco wieder rein. Er batscht einmal den Kaiser an und dann rennt er raus. Und da die Typen ja alle auf weiße Männer stehen, werden die denken so, oh mein Gott, und alle hinterher. Wenn's klappt. So, jetzt gucken wir mal, ob es wieder irgendjemand drückt vor der Nummer hier. Erste Armee. Es drückt sich niemand. Diesmal drückt sich niemand, Freunde. Wir brauchen alle. So, zweite Armee. Auch alle dabei, gut. Okay, scheint alles gut zu sein. Orek ist ein bisschen langsam. Rüdiger ist auch ein bisschen langsam, aber ist okay. So. Ja, Lucifer ist auch so ein Brocken, ne? Weil Dark ist halt übel. Dark ist halt ein Riese. Dark ist einfach nur fucking Riese. Wir fliegen wie immer mit dem Helikopter rein. Ja, also heute ist der Kaiser dran. Der ist heute tot. Also, der soll heute sterben. Und wenn wir das heute geschafft haben, dann können wir uns das nächste Mal auf eine richtig schöne, lange Expedition begeben und suchen uns eine schöne Stelle irgendwo an der Küste und sagen zum ganzen Kontinent, fuck it, wir sind raus. So. Dann ziehen wir jetzt erstmal mit der gesamten Truppe nach Stack, würde ich sagen. So, let's go. Musik? Ja, nein, vielleicht. So. Ich gebe deine Laserschelle easy. Lamettermann, du kannst auch den nackten Runner machen. Ja, du musst mal Marco fragen, wie er das gemacht hat. Er hat gesagt, er ist hingerannt, hat den Propeller gemacht und ist wieder. Du musst gucken, wie du das machst, ja? Hauptsache, du lockst den Typen raus. Ich weiß nicht, ob das beim Kaiser funktioniert. Bei diesen Valentin-Dude-Typen hat es nicht funktioniert. Der hat sich nicht triggern lassen vom nackten Marco. Ist natürlich, ne? Jeder hat seine Vorlieben. Zeta war da hin und weg und ist gleich nachher gesprintet. Ist er wirklich? Er hat sich auch nicht in irgendeinem Kampf triggern lassen von den Söldnern oder so. Er ist wirklich Markus straight hinterher.
Das war lustig. Für alle, die das nochmal sehen wollen, es kommt irgendwann auf YouTube und ich hab heute einfach mal just for fun in ein paar Stunden einen kleinen Comic gezeichnet mit 3 Seiten, wo ich genau das verarbeitet habe. Ich musste das verarbeiten. Diese Bilder wirst du halt nicht los im Kopf. Ist auf dem Discord, kann man sich angucken, wenn man möchte. Ich warne aber, es könnte leicht verstörend sein. Nicht nur, weil ich nicht so gut Charaktere zeichnen kann. Park, Lauf. Wie immer irgendeiner hängen bleibt, ne? Ich guck mal kurz, sind alle dabei? Ja. Ja, okay. Let's go. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Blisterhügel ist so eine Sache. Das Ding ist, bei Blisterhügel ist halt auch das Problem, ich weiß nicht, wo wir uns dann Außenposten aufbauen. Und wo Patrouillen langlaufen und wo nicht. Ich habe keine Ahnung, wie dort der Verkehr ist zwischen den Patrouillen. Das müssen wir uns erstmal angucken. Darum laufen wir erstmal nach Stack. Da sind wir verbündet. Und dann holen wir da noch Truppen. Wir brauchen unbedingt Stack-Truppen. Vielleicht können wir Blisterhügel wirklich richtig platt machen. Vielleicht brauchen wir gar nicht den Marco. Wäre schon cool. Hä? Wo rennt jetzt Aaron hin? Was soll das jetzt werden? Hä? Warum steht der traurige Nil jetzt hier traurig alleine da? Oh lol. Okay, das macht Sinn. Wer ist hier? Sind das jetzt alle? Ja. Oh, ist der Söldnervertrag gerade ausgelaufen? Dann holen wir uns die gleich nochmal, die Freunde. Hi. Wir brauchen euch noch ein bisschen, ne? Bleibt mal ein bisschen noch bei uns, bitte. Das wäre echt toll. Wir brauchen euch schon noch. Hä? Hallo? Habe ich jetzt nur einen einzigen angeheuert oder was ist das hier? Oh, das ist ein Technologiejäger. Oh, okay. Ich glaube, ich habe nur einen einzigen angeheuert. Immerhin, der macht das Zünglein an der Waage. Der wird den Ausschlag geben. Zack. Let's go. Der Bulle ist auch dabei. Wir können mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden im Zentrum. Ich fände es schön, wenn die das Zentrum noch weiter ausbauen würden, ehrlich gesagt. Oh, warte mal. One. Boop. Ey. Die Pflicht ruft. Warum? Pflicht ruft. Ich dachte, ihr wolltet Ehre und Ruhm im Kampf. Seid so Lappen, seid ihr. Was? Ruhe in Frieden? Kenne ich dich nicht? Also kennen wir dich nicht? Irgendwie? Ich würde gerne irgendwie Leute anheuern. Zack. Was haben wir denn hier irgendjemanden? Zombie, hast du eine Vorliebe, was dein Charakter angeht? Also welche Spezies er angehören soll. Maschine, Mensch, Sheik, das sind diese Kriegsdudes. Schwarm, die verlieren sehr schnell Körperteile. Agonia oder Khajiit haben wir noch gar nicht gefunden, so wirklich. Da müssen wir mal eigentlich in die Wüste hochgehen, ne? Haben wir einen vergessen? Ich glaube nicht. Gut, hier ist nichts. Hier brauchen wir eigentlich niemanden. Okay, dann speichern wir mal kurz. Wir sind on the way. On the way, a sinking, wir wollten noch. Warte mal, ist hier zufällig. Warte, ist hier ein. Ein Dings ist hier nicht, ne? Zum. Nee. Was warst denn du für einer? Bist wichtiger. Hunde. Ach, einer zum Namen ändern war hier gar nicht, ne?
Aber zum Namen ändern ist mit Sicherheit einer im ins Deck. Dann können wir Sinking hier noch mit reinholen, würde ich sagen. Gut, dann let's go. Weiter geht's. Auf nach Stack. Nächste Etappe. Ist schon eine Armee, ne? Schon eine schöne Armee. Oder Bulle. Lauf, Bulle, lauf. Rudelbulli, lauf. Den brauchen wir halt, der ist wichtig. Das ist echt wichtig. Ach, scheiße, da drücken wir Besuch. Seid ihr... Ah, ihr seid... Ach, na, komm schon. Lasst uns doch in Ruhe. Nein, wir wollen nicht. Okay, greift die Armee an. Das ist eine ganz geile Idee. Richtig geile Idee, richtig schlau seid ihr. In ein stehendes Heer reinzurennen, ist halt schon nicht clever. Rudelbulli hat's aber. Die sind auf den Bullen gegangen. Ist das euer Ernst? Wow. Das ist schon, also das ist schon ein bisschen traurig. Von der ersten Armee? Ein von der ersten, oh, am Kopf erwischt. Wow. Das fängt ja schon mal nicht geil an. Das fängt ja schon mal nicht gut an, wenn wir noch gar nicht da sind und schon der erste K.O. gegangen ist. Wir werden wohl wieder auf den Runner setzen müssen. Ich glaube, das ist die beste Taktik, die wir machen können. Ich hoffe, dass wir noch Dings finden. Noch ein paar Schick-Truppen, die wir anheuern können. Für den Fight. Müssen wir ein bisschen Ausschau halten. Wenn ihr irgendwo was rumläuft, sagt mal Bescheid, wenn ihr irgendwas seht. Nicht euer Ernst. So, let's go. Da liegt einer. Die müssen es aber irgendwie wieder versuchen. Immer wieder müssen die es versuchen. Die letzten zwei Truppen hat man hier oben angeheuert, ne? Im Plateau. Vielleicht haben wir Glück und sehen da wieder einen. Ich glaube, hier in der Stadt, also hier in der Nähe, werden wir halt relativ oft sowas finden. Mit Glück. Also am ehesten wahrscheinlich, ne? So, Armee rein da. Okay. Ich habe natürlich jetzt keine Schlafsäcke mit. Eigentlich müssten wir die Schlafsäcke von da vorne holen. Zweite Armee. Geht mal hier hin. Ihr nehmt mal den Rudelbullen mit. Ihr geht mal zurück und holt mal bitte die Schlafsäcke. Weil die hatte ich nämlich noch hier gelassen extra. Die müssen wir mitnehmen. Die brauchen wir. Daran habe ich jetzt nicht mehr gedacht, aber die brauchen wir. Nicht tun im Kampf, Geborener. Ihr seid so Lappen, ne? Ich dachte, ihr wollt kämpfen, ihr wollt Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre, ja. Wow. Hätte ich nicht gedacht von denen. Ich dachte, die warten nur drauf, dass jemand sie fragt. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen. Zerlegen. So. Zack, die müssen wir alle mitnehmen. Zum Notfall Lazarett. Jetzt haben wir natürlich die extra Leute nicht mit. Ist eigentlich nicht schlimm. Schon wieder Ballisten oben reinsetzen, würde ich sagen. So als schon voll. Oh. Wait a second.
Okay. So, das haben wir alles. Messner, mach mal eine Tür zu, bitte. Tür zu. Genau. Let's go. So. So, wo bin ich? Hier. Kurz mal hier reinrennen. Wer ist aber denn hier? Söldner, nehmen wir mit. Wo bin ich? Ist hier nicht irgendwo.